So, hallo. Und wir machen weiter bei Crying Sheep. Ich denke, das wird dann auch der finale Part schon sein, also bei der Crying Sheep Demo. Ich werde das jetzt noch ganz oft falsch sagen, dass es nicht die Demo ist. So. Und aber, also hier ist auch, ich bin jetzt wieder, auch schön hier ein Pilz versteckt. Ich bin jetzt wieder kurz ruhig, weil geile Musik. Und ihr genießt einfach kurz die Musik. Jetzt rede ich wieder. Bin lang genug still gewesen. So lange kann ich nicht still sein. So, ich hier spule ein bisschen vor, wenn der Screen scrollt. Das kennt man ja im Prinzip schon, das Vorgehen. Allerdings hat der Nico sich auch hier ein paar Neuigkeiten ausgedacht. Was heißt Neuigkeiten? Aber ein paar nette, kleine. Wie sage ich es? Vorgehensweisen, die man machen muss, um überhaupt erst an die Gegner zu kommen, ist nämlich hier. Ein kleines Rätsel zu lösen. Oh mein Gott, war das schwer. So, und jetzt wollen wir aber den Chuck auch effizient erledigen. Ja. So nicht. Gib mir die Shell. Tschüss. Yay. Und Münzen. Alles meins. So, und wir nehmen die Shell mit, weil wir es können. Und brauchen sie aber auch hier nicht mehr. Das ist auch wieder so was Schönes. Einfach so zwischendurch so einen kleinen Extraweg, wo man dann halt Münzen bekommt. Das macht einfach die Atmosphäre aus. Das ist nicht so komplett linear hier alles. Das ist, es gibt auch ab und zu mal einen kleinen optionalen Weg. Hier auch eine optionale. Moment. Moment, da sehe ich doch, da kann ich doch, bestimmt durch. Sonst ist doch da keine Münze. Oh. Okay. Okay, ich dachte, ich kann da durch. Naja. So, und jetzt. Müssen wir hier einfach rüber. Müssen wir hier einfach. Ja. Moment. Ah. Komm du mal her. Komm du mal her. So ist das am einfachsten. Super. Hui. Münze. So. Okay. Und das ist jetzt auch schön. Wie kommen wir an den Chuck ran? Man weiß es nicht. Hui, hier ist eine Pflanze, die frisst den Turnblock. Dann frisst die den Stein und kommt ihr nicht so gut. Wie man sieht, wir drücken den P-Switch, wir nehmen das Ding hier mit, weil wir keinen Bock haben, den Chuck zu langsam zu töten. Der kriegt direkt hier volle Breitseite aufs Maul. Und dann geht's auch schon weiter. Uns fehlt noch eine Yoshi-Coin. Ich hoffe, die kriegen wir noch. Ich glaube aber fast ja. Ist hier oben was? Nein. Hier kann man auch nicht durch. Okay. Und hier auch schön, wie er hier überhaupt. Ich gehe auf die Grafiken immer gar nicht so ein, weil ich da ja nicht so der Spezialist bin. Aber das ist auch geil. Das passt einfach alles zusammen. Und ich denke, von so Gra Sachen wie Grafiken und so macht man sich beim Video ja selbst ein Bild. Das heißt, das überlasse ich einfach euch. Das findet im Prinzip auch jeder geil. So. Also, wer das nicht geil findet, also dann weiß ich auch nicht. Und wir haben ein Bonus-Game bekommen. Und ich möchte kurz anmerken, ich habe gestern mit Nico ein bisschen Netplay gespielt und er hat völlig geistesabwesend das Bonus-Game gespielt. Er hat nicht so wirklich drauf geachtet und hatte einfach mal alle Leben bekommen. War sehr lustig. Möchte ich nur mal kurz hier an der Stelle würdigen. Und hier bekommt man jetzt eben Feuerblümchen, wenn man sie denn bekommt. Und das ist auch was Schönes, das hat Nico schon gesagt, deswegen kann ich das auch sagen. Das ist die einzige Stelle, an der man Feuerblumen bekommt. Man muss sich die Feuerblumen hier wirklich erarbeiten. Wenn man die Feuerblumen in diesem Level, in diesem Spiel einsetzen will, muss man hier dieses Bonus finden. Sonst bekommt man keine Feuerblumen. In allen Leveln sind sonst nur Pilzis. Pilzis, Pilzis, Pilzis. Das ist jetzt auch ein richtig geiles Level. Hier steckt auch richtig viel Ideenreichtum drin. Ja. Danke. So.
Und vor allem die Yoshi-Coins hier sammeln wird richtig lustig. Ah, okay. Die habe ich schon bekommen. Weil man kann, wie ihr schon seht, hier durch manche kann man durch manche eben nicht. Und das weiß man im Voraus nicht. Hier bekommen wir ein Springboard, ein Frühlingsbrettchen und hier bekommen wir eine Yoshi-Coin. Können hier stehen, okay, das ist gut. Und können wieder nach oben. So. Geht einfacher. War hier irgendwas? Nein, okay. Hier unten ist noch ein Sprungbrett, falls man hier runterfällt, dass man wieder hoch kann. Und ansonsten bekommen wir Münzen. Das andere Sprungbrett stellen wir... Das andere Sprungbrett stellen wir hier hin und dann gehen wir hier hoch. Das andere Sprungbrett stellen wir hier hin und dann gehen wir hier hoch. Wir bekommen hier einen P-Switch. Und, können hier durch. Bekommen hier wieder eine Yoshi-Coin. Yay, Yoshi-Coin. Dann können wir hier runter und dann sehen wir... Oh, da geht es nicht weiter. Jetzt können wir vielleicht noch herausfinden, dass man hier entlang kann. Huch. Dass man hier entlang, dass man hier entlang kann, dass man hier entlang kann. Aber hier geht's auch nicht weiter. Der schlaue Mario-Spieler weiß, wir drücken einfach mal den P-Switch und ach, das war doof. Der schlaue Mario-Spieler macht auch nicht erst die Münzen weg. Nein, das ist eher dann meine Variante. So. Und wir kommen hier unten raus und können jetzt die Mancha beseitigen. Und holen uns wieder den P-Switch und dann geht's weiter. Einfach auch schöne kleine Ideen. Und hier auch einfach so eine Kammer mal eingebaut. Man hätte hier auch einfach nichts hinmachen können, aber Nico hat hier eine Kammer hingebaut. Weil wegen Atmosphäre und Details, ne? Und hier jetzt auch schön über mich achten. Da tauchen Münzen auf. Einfach so. Müsste man nicht machen. Wer keinen Wert auf schöne Levels legt... Also das Level ist auch schön, wenn er jetzt nicht die Münzen hingesetzt hatte. Aber das Level wird dadurch nochmal einen Ticken schöner. Ne? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Sowas ist einfach cool. Das ist so dann quasi der das I-Tüpfelchen auf dem I-Punkt sogar noch drauf. Und hier oben gibt es einen Pilz, sehe ich gerade. Den hole ich mir jetzt aber nicht. Ich habe ihn ja gesehen. Würde mir jetzt zu lange dauern, bis ich den hätte. Und hier einfach zwischendurch auch mal blaue Münzen. Die haben keine große Bedeutung. Und, aber ist einfach cool, so mal zur Abwechslung. Hier ist irgendwas Festes. Was ist denn hier? Eine Röhre? Nö. Ist irgendwas Festes, da bleibt man... Ach so, an dem Baum bleibt man teilweise hängen. Okay. Ist auch cool. Alter, diese Fische. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Mein Gott, ich gehe mal weiter zurück, habe ich den Eindruck. So. Hui. Ja. Okay, wir spielen jetzt etwas geschickter. Man weiß ja, dass die Fische einen nie da treffen, wo man selber steht. Das heißt, wenn man sich extremst langsam bewegt, dann kommt man auch klar mit den Fischen. Na bitte. Und die Fische sagen mir... Ach Quatsch, die Fische. Die Fische sagen mir gar nichts. Die Message Box sagt mir, ich kann die Fische benutzen, um hier hochzukommen. Und das werden wir auch direkt tun. Und wenn wir groß gewesen wären, hätten wir hier... Oh, mir fehlt eine Yoshi-Coin. Kann das sein? Oder kommt da nach der Röhre noch eine? Ich muss hier auf jeden Fall groß hoch. Ja. Okay, und jetzt können wir hier die Yoshi-Coin uns holen. Und mir fehlt aber... Oh Gott, mir fehlt eine. Kann das sein? Oder kommt hier noch was? Ah, hier ist noch eine Yoshi-Coin. Okay. Ach, schön. Und hier auch ganz cool. Das sind die schönen Sachen einfach. Das, was das Level nochmal einen Tacken noch besser macht, als es eh schon ist. Was ich gerade schon erwähnt habe. Ich denke, ihr stimmt mir da auch vollständig zu. Das ist auch ein geiles Level. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht selber gespielt, oder? Ich weiß es nicht. Moonwalk. Beziehungsweise, nee. Kann man das aussehen lassen wie ein Moonwalk? Gar nicht. Da. Ich müsste ja rückwärts laufen und dabei vorwärts kommen. Nee, das ist Quatsch. Hui. Und Yoshi Coin. Nummer 1. Stürbe. Nein, du stirbst ja nicht, du wirst ja nur ganz kurz runtergedrückt. Ich töte euch ja nicht, aber das mache ich nur ausnahmsweise nicht, weil sonst würde ich sterben. Und da ist mir dann doch mein Leben lieber als euers. Als dass ich... Ja.
Wie mache ich das denn? Kann ich da unten durch? Unten drunter unter dem Viech? Oder kann ich den töten, wenn ich hochspringe? Mal gucken. Ah ja, okay, alles klar. Vielleicht nicht so weit rüber, dass da noch einer kommt. Genau, ich dachte es mir doch. Yay! Hui! Hui! Na komm! Ach, das war Fail. Nein, das war auch Fail. Weiter, 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 weiter. Weiter, immer weiter. Schneller! Ich spule mal ein bisschen. Nee, ich kann nicht vorspulen, weil da diese vier kommen. Ach genau, jetzt kann man hier in die Röhre. Und hier gibt es bestimmt noch eine Yoshi-Coin. Ich wusste es doch. Und zum Glück hält das Ding auch. Das ist ja cool. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Das ist genau hier bei der Röhre. Schön. Und jetzt kommt was grafisch sehr Geiles. Ich kann hier mal ganz kurz versuchen, das hinzukriegen. Ich kann ja mit 1, 2 und 3 die Backgrounds, beziehungsweise die Foregrounds hier. Er hat hier... Oh, jetzt habe ich gesaved. Achso, ja. Er hat hier einen Mix gemacht aus... Nee, ist kein Mix, ist, da habe ich, hab ich mich gestern schon blamiert. Ich habe zu ihm gemeint, ja, du hast doch in deinem neuen Level einen Mix aus Ghost House Graphics und Zeug. Und er hat gemeint, nee, habe ich nicht. Und ich meinte aber das hier. Und er war verwirrt und ich war auch verwirrt. Und das, naja, egal. Aber das sieht auch einfach cool aus. Nico achtet eben wirklich auch sehr auf Detail. Aber ich wiederhole mich ständig. Ich brauche eigentlich nicht noch extra sagen, dass das einfach total cool aussieht. Aber ich sag's einfach, weil, warum sollte ich es nicht sagen? Man kann es nicht oft genug sagen. Man kann es nicht... Oh. Das war zu schnell, weil das Viech war weg. Und auch hier ist die Musik natürlich total cool. Da habe ich jetzt gar nicht mehr nichts dazu gesagt, aber das ist... Und ja, auch blau-gelbe Münzen. Einfach mal so. Oh, jetzt... Habe ich das Viech wahrscheinlich wieder weggescrollt, ne? Ja. Habe ich gut gemacht. Okay, ich sollte mich langsam bewegen. Ungefähr so. Jetzt müsste das Viech mitkommen. Und jetzt müsste es hier sein. Ja, okay. Supi. Hui. Sehr schön. Und auch hier möchte ich ganz kurz darauf hinweisen, man hätte die Yoshi-Coin nicht holen müssen. Man hätte auch hier auf das Viech wieder drauf gekonnt. Na, das ist wieder so ein optionaler Weg. Du kannst hier oben entlang gehen und nur dann kommst du die Yoshi-Coin. So, wollte ich nur kurz nochmal darauf hinweisen. Dass das eben diese... Ich will einfach immer wieder die Aussagen bestätigen, die ich sage. Okay, Mount Spiketop. Wir haben es gleich geschafft. Mount Spiketop ist noch ein sehr schönes Level und dann kommt noch das Schloss, das noch nicht fertig ist. Aber vom Schloss kann man auch schon viel sehen, nur den Boss noch nicht. Hier, das ist einfach cool. Hier hat er die Spikes entsprechend angepasst. Das ist auch ein sehr schönes Level. Deswegen heißt es ja auch Mount Spiketop. Und ich hoffe, ich finde hier auch wieder alles. Das ist nämlich leicht labyrinthartig aufgebaut. Alter. Hör auf damit. So. Ich glaube, ich habe schon was verpasst. Gehen wir nochmal zurück. Huch. Gehen wir nochmal zurück. Hier unten war wahrscheinlich noch was, wa? Natürlich. Huch. Ja, da habe ich ja alles verpasst. So. Holen wir uns einen Pilz. Oh. Kein Pilz für uns. Ist hier noch was? Versteckter Pilz vielleicht wieder? Nein. Aber auch das ist schön. Einfach, das sind so einfach ein bisschen Verzierungen und so. Das ist, ach, das ist doch einfach cool. So. Dich nehme ich mit. Dann wollen wir mal hier hoch gucken kurz. Gehen hier durch und bekommen wieder eine Yoshi-Coin. Yay! Und sterben. So. Ups. Hier bekommen wir einen Schlüssel. Den könnten wir durch die Röhre natürlich mitnehmen. Ist aber nicht so gedacht, deswegen mache ich es auch nicht. Würde uns eh nicht viel nützen. Bin ich doof? Ich bin doof. Offiziell bin ich doof. So. Und durch. Ups.
Was man noch dazu sagen sollte, ist jetzt ein bisschen spät, aber weil es mir gerade einfällt, in der Vollversion, die ja irgendwann kommt, das ist ja wie gesagt eine Demo. In der Vollversion wird er Folgendes zusätzlich noch eingebaut haben. Es wird keine Pisachu-Musik geben. Das heißt, die schöne Levelmusik bleibt bestehen. Nur bevor irgendjemand sagt, ey, das ist aber doof, wenn Pisachu-Musik ist die schöne Musik weg. Und er wird sowas einbauen, dass es dann... Er wird auch einbauen, dass man ein Menü bekommt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Dass man jedes Level rechtzeitig resetten kann. Dass also niemand sagt, hier, nee, Resetto und so will ich haben. Dann kann er sagen, nee, du gehst auf Start und dann ist vorbei. War hier eigentlich was? Nein. Dann kannst du zurück auf die Overworld. So, huch. Und hier bekommen wir jetzt einen Stern und müssen uns ein wenig beeilen, wenn wir die Yoshi-Coin bekommen wollen. Die ist nämlich hier oben und da kommen wir, wie man sieht, nur mit einem Stern hin. Hier hätte man jetzt eben den Schlüssel zum Beispiel benutzen können und das wollen wir natürlich nicht. Und ansonsten müssen wir hier schnell durch. Das ist nämlich der eigentliche Sternweg und da wir aber groß sind, sollte man jetzt hier auch durchkommen. Deswegen haben wir da auch einen Pilz bekommen gerade eben. Ist alles exakt und wunderschön durchdacht, ne? Und hier auch einfach diese Münzen. Man hätte es hier auch einfach leer lassen können. Man hätte hier auch einfach keine Münzen hinsetzen sollen können. Aber hat Nico gemacht und sieht schön aus. Und das ist wieder so ein i-Tüpfelchen. Ach. Merkt man, dass ich den Hack mag? Ach und hier, guck mal, das ist auch. Hier, das ist doch einfach mal cool. Das wusste ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Muss man einfach an jeder Stelle probieren. Sowas ist einfach cool. Und wir gehen zu Castle 1. Welches, glaube ich, Dark Castle oder Castle Knight oder Knight Castle oder irgendwie so heißen wird. Ich bin mir nicht sicher. Und auch hier die Musik. Ich bin jetzt still. Das ist die Musik, die Zünni nicht mag. Aber an sich mag die jeder. Fast jeder. Ich sag mal kurz wieder was. Ich hoffe wirklich, die Musik ist laut genug. Aber die hört sich bei mir auf dem Headset immer ein bisschen leiser an. Und wir haben alle Yoshi-Coins, ist mir gerade aufgefallen. Die hört sich auf dem Headset immer ein bisschen leiser an. Und ist dann in der Aufnahme aber doch laut genug, beziehungsweise fast sogar lauter als ich. Das ist mir in der Cool-O-Cool-Aufnahme aufgefallen. Und ja, ich habe Cool-O-Cool aufgenommen. Und ja, ich bereue es. Aber es ist noch nicht, lange nicht fertig. Ich habe jetzt 5 Parts. Und in diesen 5 Parts kommen wir gerade mal bis zum zweiten Level. Also in dem ersten Part geht das erste Level komplett und dann das zweite Level ist Katastrophe. Katastrophe, ich werde es aber ungeschnitten hochladen. Und es wird wieder lange Parts geben. Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Gehört jetzt aber nicht hierher. Ja, ich weiß noch nicht, welchen Boss. Tipps, wer Tipps hat, ich glaube aber Nico hat schon jetzt mittlerweile was. Wer Tipps hat, schreibt Tipps in die Kommentare. Oder schreibt einfach den Nico direkt an. Das wäre vielleicht einfacher. Weil es gibt mittlerweile so viele Videos zu Crying Sheep, wenn da bei jedem unter den Kommentaren was steht, da... Es ist einfacher, ihr schreibt den Mr. Dappleman direkt an, wenn ihr Tipps für seinen Boss habt. Und das war's dann gewesen mit der Demo. Also, richtig geil. Kann man nicht anders sagen. Richtig, richtig geil. Und diejenigen, die was verstehen von Overworld bauen und so, die sehen dann hier auch Besonderheiten. Er hat zum Beispiel hier, glaube ich, das ist, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eigentlich Wasser, was er umgefärbt hat zu Schnee. Also das ist doch einfach genial. Das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich jetzt Blödsinn gelabert habe, dann sorry. Aber das ist doch einfach geil. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ich habe wirklich alles gezeigt. Ansonsten tut es mir leid. Und dann sage ich wieder Tschüss.